so ein Geräuschsohr. Hypnotisierend. Ich freue mich jetzt heute extrem fest aufs Käse. Ich finde es extrem spannend, um mal zu sehen, welchen Weg so ein Käse macht, wie das hergestellt wird. Das ist jetzt Lab und Kultur, ja. Und das muss einfach eine gewisse Wärme, was man kann. Ah, ja. Ja, so ist es. Ah, ja, ja. Ah, das wird jetzt nochmal erhitzt? Ja. Sobald es ganz klein ist. Kannst du dich aber sehr schon moralisch vorbereiten. Das nächste Mal bist du drin. Der Käse ist ganz unten. Ach ja, zieh, zieh, zieh. Gell, ist warm. Ich bin mir leid, dass du so siehst. Ja, ich habe darum immer die Valenza gemacht. Darum müssen wir jetzt nicht so gar nicht zusammen. Aber sonst können wir gut zusammen nehmen. Käse ist fast wie eine kleine Kirche. Ich muss einfach den Arm haben. Ach gut, so einen Gucken. Mit dem alle Käse eigentlich privat vermarkten. So, dass es schön drin ist. Dann tut man es hier zu. Das ist ja hier. Das hat nicht funktioniert. Ah, oh, es hat der Käse geschmolzen. Ui. Ja, okay. Musst du nochmal machen. Okay. Was sag ich? Ist im Ernst? Schon bitte? Ah, ihr habt es vielleicht nicht gesehen. Du musst jetzt dagegen achten. Das ist schon irgendwie so blöd. Nee, das ist. Ah! Und dann gehen wir nachher in den Kühlschrank, gehen es deponieren. Und dann kann der Kunde jederzeit 24 Stunden Material rausnehmen. Tipptopp.